früher CDU-Bundestagsabgeordneter, heute Reisender in Kriegs- und Krisengebieten in aller Welt. Zusammen mit seiner Kamerafrau Julia Leeb konnte er in Syrien drehen, zum Teil heimlich, zum Teil ganz offen. Und sogar Staatspräsident Assad hat die beiden empfangen. Hier nun also sein sehr persönlicher Reisebericht. Ich hätte es mir denken können. Am Flughafen von Damaskus werde ich festgenommen. Der Geheimdienst hat mir die Einreise verboten, wegen eines regimekritischen Artikels. Erst nach stundenlangen Verhandlungen darf ich einreisen. Es geht Richtung Homs, der blutigen Hochburg des Aufstandes. Das syrische Außenministerium hatte uns schroff davor gewarnt. Homs sei der gefährlichste Ort Syriens. In der Stadt angekommen, sehen wir zu unserer Überraschung kaum Soldaten, keine Straßensperren, keine Kontrollen. Dafür viele Schießstände. Sie zeigen, dass hier immer wieder Kämpfe stattfinden, vor allem nachts und nach dem Freitagsgebet. Wir können uns frei bewegen. Ich frage einen Jungen, ob die Mehrheit in Homs für oder gegen Assad sei. The majority of the people loves Assad or the majority is against Assad? Jawohl, Assad wollen. Er sagt, die Mehrheit ist für Assad. Ich staune. In einem Café meint ein Mann, viel Zeit bleibe Assad nicht mehr. Die Lage eskaliere stündlich. Ein junger Mann will uns eine Botschaft überbringen. Wir können das nur verdeckt drehen. Wir brauchen Hilfe. Hilfe. We need help. Hinter mir rasen Krankenwagen durch die Straßen. Wir erfahren, dass seit 6 Uhr morgens 4000 syrische Spezialkräfte im Westteil der Stadt gegen bewaffnete Kommandos der Aufständischen kämpfen. Ein Arzt berichtet, 68 bewaffnete Rebellen, 34 Zivilisten und 16 Soldaten seien getötet worden. Krieg. Wenige Kilometer entfernt. Wir verlassen Homs. Wieder keine Kontrollen. Unser nächstes Ziel ist Hama, ein weiteres Zentrum des Aufstandes. Auch hier können wir uns ungehindert im Suk umschauen. Die Regale sind voll, der Markt belebt, die Menschen freundlich. Alltag. In der Gasse der Kesselflicker werde ich zum Tee eingeladen. Ob die Menschen für Demokratie sind, will ich wissen. Der Mann antwortet, ja, alle wollen Demokratie. Die Aufständischen und sogar ihre Gegner. Ich frage nach, und wie steht er zu Präsident Assad und seinem Regime? Die Antwort, ich liebe den Präsidenten, aber nicht das Regime. In einem Hinterhof werden uns Videos von den Kämpfen in Hama versprochen. Doch am Ende erscheint allen das Risiko zu groß. Verrat ist gefährlich in Syrien. Dafür erhalten wir später von Assad-Anhängern Handyvideos, angeblich aufgenommen während unseres Aufenthalts in Homs. Sie sollen beweisen, dass sich Aufständische inzwischen schwer bewaffnet haben und Polizisten und Soldaten töten. Dichtung oder Wahrheit? Ein weiteres Video, doch diesmal von Rebellen übergeben, zeigt tödliche Anschläge sogenannter Guerillakommandos, aufgenommen an dem Tag, an dem wir in Homs waren. Über Homs fahren wir zurück nach Damaskus. Hier erleben wir eine Großdemonstration für Assad. Viele Anhänger des Präsidenten sind mit Bussen herbeigekarrt worden. Aber erkennbar ist auch, dass viele begeistert für Assad demonstrieren. Die Propaganda spricht von 2 Millionen, wahrscheinlich ist es die Hälfte. Aber auch das ist mehr, als ich erwartet hatte. Auch die Assad-Anhänger fordern in Sprechchören Demokratie. Aber mit Assad, nicht gegen ihn. Wieder staune ich. Ich komme mit Demonstranten ins Gespräch. Sie sagen, ihr berichtet viel zu einseitig über unser Land. Syrien ist viel komplexer. Ihr führt einen Medienkrieg gegen uns. Nach der Demonstration treffe ich den Führer einer syrischen Oppositionspartei, Dr. Ali Haider. Heftig kritisiert er das harte Vorgehen der staatlichen Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten. Aber sagt auch, wir wollen keine NATO-Intervention. Zu meiner Überraschung ist auch Präsident Assad zu einem Gespräch bereit. Kurz zuvor war ich noch Staatsfeind. Ich frage ihn nach den 3500 Todesopfern.
Er korrigiert mich. Bisher seien 1200 Menschen getötet worden, davon 800 Soldaten. Auch für ihn sei das viel zu viel. Aber ich solle ihm einen Staat der Welt nennen, der zulasse, dass bewaffnete Aufständische seine Polizisten und Soldaten töteten. Ich frage ihn, warum er sich nicht freien demokratischen Präsidentschaftswahlen stelle, mit vollem Risiko. Seine Antwort: Das Land braucht zuerst grundlegende Reformen und die brauchen Zeit. Für mich als Präsident ist es wichtig, dass ich meine Reformversprechen auch einhalten kann. Nach all den Behauptungen, dass es in Homs zunehmend auch bewaffnete Guerillakommandos gäbe, beschließe ich noch einmal, in die Stadt zurückzufahren. An einem Freitag, dem Hauptkampftag der Revolutionäre. Wieder sind die Straßen frei, gespenstisch frei. Allerdings sehen wir gepanzerte, blaue Polizeifahrzeuge. Vor der Omar bin al-Khattab-Moschee freuen sich Demonstranten über meinen Besuch und helfen mir, mit dem Handy zu filmen. In Sprechchören rufen sie Freiheit. Die Demonstration ist friedlich. Sie ist eine von vielleicht 10 kleinen Demonstrationen, die an diesem Tag in Homs stattfinden. Die Polizei verhindert ihren Zusammenschluss. Auf der Rückfahrt geraten wir in ein Kreuzfeuer. The shooting is very close. Unbekannte beschießen zwei Polizisten, die hinter ihrem Auto in Deckung liegen. Where shall we go? There is no shooting on the way. I hope not. I don't know. Wir fahren, ohne es zu wissen, direkt ins Feuer. That's very close. Mit viel Glück entkommen wir. Go behind this car, close to the car. Mein Eindruck nach 3 Wochen Syrien: Das Land ist tief gespalten. Ein Bürgerkrieg lässt sich nur noch vermeiden, wenn beide Seiten sofort ihre Gewalt einstellen und wenn Präsident Assad sich endlich freien demokratischen Wahlen stellt. Mit vollem Risiko. In der Gasse der Kesselflicker werde ich zum Tee eingeladen. Ob die Menschen für Demokratie sind, will ich wissen. Der Mann antwortet: Ja, alle wollen Demokratie. Die Aufständischen und sogar ihre Gegner. Ich frage nach: Und wie steht ihr zu Präsident Assad und seinem Regime? Die Antwort: Ich liebe den Präsidenten, aber nicht das Regime. In einem Hinterhof werden uns Videos von den Kämpfen in Hama versprochen. Doch am Ende erscheint allen das Risiko zu groß. Verrat ist gefährlich in Syrien. Dafür erhalten wir später von Assad-Anhängern Handyvideos, angeblich aufgenommen während unseres Aufenthalts in Homs. Sie sollen beweisen, dass sich Aufständische inzwischen schwer bewaffnet haben und Polizisten und Soldaten töten. Dichtung oder Wahrheit? Ein weiteres Video, doch diesmal von Rebellen übergeben, zeigt tödliche Anschläge sogenannter Guerillakommandos, aufgenommen an dem Tag, an dem wir in Homs waren. Über Homs fahren wir zurück nach Damaskus. Hier erleben wir eine Großdemonstration für Assad. Viele Anhänger des Präsidenten sind mit Bussen herbeigekarrt worden. Aber erkennbar ist auch, dass viele begeistert für Assad demonstrieren. Die Propaganda spricht von 2 Millionen, wahrscheinlich ist es die Hälfte. Aber auch das ist mehr, als ich erwartet hatte. Auch die Assad-Anhänger fordern in Sprechchören Demokratie. Aber mit Assad, nicht gegen ihn. Wieder staune ich. Ich komme mit Demonstranten ins Gespräch. Sie sagen, ihr berichtet viel zu einseitig über unser Land. Syrien ist viel komplexer. Ihr führt einen Medienkrieg gegen uns. Nach der Demonstration treffe ich den Führer einer syrischen Oppositionspartei, Dr. Ali Haider. Heftig kritisiert er das harte Vorgehen der staatlichen Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten. Aber er sagt auch: Wir wollen keine NATO-Intervention. Zu meiner Überraschung ist auch Präsident Assad zu einem Gespräch bereit. Kurz zuvor war ich noch Staatsfeind. Ich frage ihn nach den 3500 Todesopfern.
Er korrigiert mich. Bisher seien 1200 Menschen getötet worden, davon 800 Soldaten. Auch für ihn sei das viel zu viel. Aber ich solle ihm einen Staat der Welt nennen, der zulasse, dass bewaffnete Aufständische seine Polizisten und Soldaten töteten. Ich frage ihn, warum er sich nicht freien demokratischen Präsidentschaftswahlen stelle, mit vollem Risiko. Seine Antwort: Das Land braucht zuerst grundlegende Reformen und die brauchen Zeit. Nicht gegen ihn. Wieder staune ich. Ich komme mit Demonstranten ins Gespräch. Sie sagen, ihr berichtet viel zu einseitig über unser Land. Syrien ist viel komplexer. Ihr führt einen Medienkrieg gegen uns. Nach der Demonstration treffe ich den Führer einer syrischen Oppositionspartei, Dr. Ali Haider. Heftig kritisiert er das harte Vorgehen der staatlichen Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten. Aber er sagt auch, wir wollen keine NATO-Intervention. Zu meiner Überraschung ist auch Präsident Assad zu einem Gespräch bereit. Kurz zuvor war ich noch Staatsfeind. Ich frage ihn nach den 3500 Todesopfern. Er korrigiert mich. Bisher seien 1200 Menschen getötet worden, davon 800 Soldaten. Auch für ihn sei das viel zu viel. Aber ich solle ihm einen Staat der Welt nennen, der zulasse, dass bewaffnete Aufständische seine Polizisten und Soldaten töteten. Ich frage ihn, warum er sich nicht freien demokratischen Präsidentschaftswahlen stelle, mit vollem Risiko. Seine Antwort: Das Land braucht zuerst grundlegende Reformen und die brauchen Zeit. Für mich als Präsident ist es wichtig, dass ich meine Reformversprechen auch einhalten kann. Nach all den Behauptungen, dass es in Homs zunehmend auch bewaffnete Guerillakommandos gäbe, beschließe ich noch einmal, in die Stadt zurückzufahren. An einem Freitag, dem Hauptkampftag der Revolutionäre. Wieder sind die Straßen frei, gespenstisch frei. Allerdings sehen wir gepanzerte, blaue Polizeifahrzeuge. Vor der Omar bin al-Khattab-Moschee freuen sich Demonstranten über meinen Besuch und helfen mir, mit dem Handy zu filmen. In Sprechchören rufen sie Freiheit. Die Demonstration ist friedlich. Sie ist eine von vielleicht 10 kleinen Demonstrationen, die an diesem Tag in Homs stattfinden. Die Polizei verhindert ihren Zusammenschluss. Auf der Rückfahrt geraten wir in ein Kreuzfeuer. This shooting is very close. Unbekannte beschießen zwei Polizisten, die hinter ihrem Auto in Deckung liegen. Where shall we go? There is no shooting on the way. I hope not. I don't know. Wir fahren, ohne es zu wissen, direkt ins Feuer. That's very close. Mit viel Glück entkommen wir. Go behind this car, close to the car. Mein Eindruck nach 3 Wochen Syrien, das